Letzte Woche haben wir eine Holzaktie gekauft. Und heute sitze ich in einem Restaurant, das komplett aus Holz gebaut ist. Und das Restaurant hat eine große Bedeutung für mich. Bereits mit 14 hatte ich ein kleines Segelboot hier auf dem Zürichsee und ich kam fast jeden Sommerabend hier vorbei. Und auch heute noch liebe ich es, meine Sommertage und Sommerabende in dieser Nähe zu verbringen. Und wir haben schon oft auch hier gegessen. Um Holz geht es auch heute wieder. Letzte Woche habe ich gedacht, es gibt nur 4 Holzunternehmen, weil nur 4 Unternehmen in dieser Branchenbezeichnung aufgetaucht sind. Diese Woche habe ich aber gesehen, dass auf der Obermatt Top 10 Liste von Finnland andere Unternehmen sind, die sich auch mit Holz befassen. Und das Unternehmen, das mich besonders interessiert, heißt UPM und kommt eben aus Finnland. Das Unternehmen hat ausgezeichnete Obermatt-Ränge. Jeder Rang ist im grünen Bereich. Es lohnt sich also, das genauer anzuschauen. Als ich auf die Webseite gehe, war ich schon einmal wirklich begeistert. Das Unternehmen hat eine Vision einer Zukunft ohne fossile Werkstoffe. Und das finde ich sehr vernünftig. Sie haben aber auch eine Reihe von Artikeln, wo Sie Ihre soziale Verantwortung zum Ausdruck bringen. Zum Beispiel zum Thema Stakeholder, aber auch zum Thema Klimawandel und Sicherheit am Arbeitsplatz. Auch das überzeugt mich. Nun könnte man sagen, das ist alles nur Marketing. Und natürlich ist es Marketing. Aber ich habe lieber ein Unternehmen, das sich als sozial verantwortlich vermarktet, als ein Unternehmen, das nur den Gewinn maximieren möchte. Ich will also mehr wissen. Und ein guter Ort, mehr Informationen zu kriegen, sind CEO-Ansprachen. In den CEO-Ansprachen geht es oft um die Zukunft. Und das ist, was wir wissen wollen. Leider verpassen viele CEOs diese Chance. Sie sprechen nur über ihre finanziellen Leistungen. Und das ist Vergangenheit. Und bei Obermatt haben wir diese Finanzzahlen bereits ausgewertet und in Obermatt-Ränge konvertiert. Wir kennen die Information aus den Finanzzahlen schon. Wir brauchen sie also nicht mehr. Der UPM-CEO ist aber total anders. Er spricht über seine Strategie. Er spricht darüber, wie er eine Zukunft ohne fossile Werkstoffe realisieren kann. Und dazu hat er wirklich gute Ideen. Sie entwickeln hochwertige Faserstoffe auf Basis der Holzfasern, Molekular-Bioprodukte und auch spezielle Verpackungsmaterialien. Sie versuchen mit diesen Produkten, mit diesen Materialien, ölbasierte Produkte zu ersetzen mit erneuerbaren Produkten, denn die Wälder sind erneuerbar. Der CEO glaubt auch, dass sich die Konsumenten ändern werden, dass sie solche Produkte in Zukunft mehr und mehr bevorzugen werden. Und ich bin auch ein solcher Konsument. Ich wähle definitiv das erneuerbare Produkt gegenüber dem, das eben nicht erneuerbar ist. Muss ich noch irgendwo weiterschauen? Ich finde wirklich nicht. In diesem Fall habe ich ein Unternehmen mit fantastischen Obermatt-Rängen und einer wirklich guten Strategie, die mich persönlich überzeugt. Was will ich mehr? Ich kaufe also UPM, das ist meine Entscheidung, und ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihrer Entscheidung.